Ihr fragt euch, wie ihr Ikras besiegen könnt? Hier sind Tipps von einem Top 10 Ranked Farm-to-Play Spieler overall. Doch davor müsst ihr erst aufgeklärt werden. Und vergesst nicht, das Plus wegzumachen für mehr Tipps. Erster Punkt: 2 Break Skills plus Hunter, die euren Break Skill unterstützen. Empfohlene Break Skills sind Multi-Strike und Crushing Blow. Achtet darauf, dieses Skill so hoch wie möglich zu leveln. Eure Break Hunter sollten ebenfalls ihre Support Skills unter Break aufleveln. Der zweite Punkt: eure Stats. Verwendet eure 20.000 Coins, um eure Stats zurückzusetzen und setzt sie dann maximal auf Stärke und Präzision. Einige zusätzliche Punkte könnt ihr auch in Vitalität oder Agilität stecken, aber der Hauptfokus sollte auf Stärke und Präzision liegen. Der dritte Punkt: eure Ulti und QTE Skills. Levelt diese Skills so hoch wie möglich. Wenn ihr nicht viel Gold habt, konzentriert euch zuerst auf den Shadow Step und versucht dann eure Ulti am Ende zu leveln. Der vierte Punkt sind Waffen. Eine Lichtattributwaffe ist sehr effektiv gegen Ikras. Dazu benötigt ihr eine dunkle Magiewaffe. Eine Kombination, die sich so ergibt, dass ihr so viel Damage austeilen könnt. Ein Beispiel für die dunkle Magiewaffe: Shadow Sense und als Lichtattributwaffe Lustros Schwert. Nach den Erklärungen fangen wir mit dem Szenario im Spiel an. Versteckt: der erste Angriff im Duell-Szenario erfordert, dass ihr ausweicht und dann sofort den QTE-Skill Shadow Step verwendet. Danach setzt ihr eure Break-Skills hintereinander ein, zusammen mit dem Break-Support-Skill eurer Hunter. Ihr werdet höchstwahrscheinlich Erfolg haben, Ikras zu breaken, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Versucht dann so gut wie möglich ihn zu treffen, bis er maximal 65% seiner Gesundheit erreicht hat. Dann geht Ikras in den Berserk-Modus über. Bis dahin solltet ihr eure Break-Skills aufladen und eure Ulti vorbereiten. Es ist wichtig, dass ihr versucht, seinen Angriff so gut wie möglich auszuweichen. Wenn eure Break-Skills und Ulti aufgeladen sind, distanziert ihr euch so weit wie möglich von ihm und wartet, bis er euch angreift. Versucht dann, seine Angriffe zu kontern und eure Break-Skills und Hunter einzusetzen, um ihn erneut zu breaken. Sobald ihr das geschafft habt, setzt ihr die Waffentechniken eurer beiden Waffen ein und verwendet dann eure Ulti. Falls ihr danach immer noch nicht Ikras besiegt habt, macht ihr das. Ihr benutzt eure beiden Waffentechniken und eure Hunter und versucht ihn dann so gut wie möglich zu damagen. Und dann habt ihr es sicherlich geschafft, ihn zu besiegen. Falls ihr noch Fragen habt, schaut auf Discord vorbei und folgt auf YouTube SaltyAmpo, und ich bin heute um 20 Uhr auf TikTok live und dann zeige ich euch, wie ihr spielen müsst, um ranked zu werden.